Jesus sagt, fokussiert euch auf das Wichtigste. Ich führe euch aus der Box heraus. Denkt über diese Wahrheiten nach. 18. Mai 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Bitte sei nicht so immens beunruhigt. Es ist nichts Weltbewegendes, nur schwierig. Und wie immer wirst du es mit Bravour bestehen. Claire, ich habe deine Reue und dein Gefühl der Hoffnungslosigkeit gesehen. Du bist nur ein Mensch. Wenn diese Versuchungen dich überfallen und du fällst, bist du einfach so wie der Rest der Menschheit. Nicht besser und nicht schlechter. Und du leidest an posttraumatischer Belastungsstörung. Darum musst du so schnell weinen. Aber ich habe dich zugedeckt, dich und deine Familie. Jedes von ihnen ist so kostbar für mich. Sie sind mein Augapfel und ich wache über sie. Du hast bereits viele Tragödien mit ihnen durchgemacht. Also konnte ich den Frühling nicht hart gestalten für dich. Wenn ich dir sage, dass du bist wie der Rest der Menschheit, dann meine ich, dass du Trost suchst bei dem erstbesten Ding, wenn du dich niedergeschlagen fühlst. Sobald du über all dies hinweg bist und du wirst darüber hinwegkommen, dann wirst du wieder auf festem Boden stehen. Ich kenne deinen Schmerz und deine Wunden. Ich verstehe die Tiefe der Prüfung, die du mit deinem Mann durchgemacht hast, besser als du selbst. Und ich versichere dir, auch das wird vorbeigehen. Du durchschreitest gerade eine Art dunkle Nacht. Verzweifle nicht, auch dies wird bald vorbei sein. Was ich von dir brauche, sind Beständigkeit und Treue. Deine Stimme hinkt ziemlich hinterher, da du laufend von anderen Dingen weggezogen wirst. Manches ist nötig, manches nicht. Aber ich möchte, dass du weißt, dass auch dies bald von deinem schmerzenden Herz entfernt wird. Übe einfach so hart, wie du kannst. Übung macht den Meister. Ich sehne mich danach zu sehen, dass du das tust, was in deinem Herzen ist. Du hast gewaltigen Widerstand bekommen, aber du wirst dir jeden Tag immer mehr bewusst, was dir deine Zeit stiehlt. Was zu jenem Bewusstsein noch hinzugefügt werden muss, ist eine bewusste Entscheidung, mit einigen Dingen voranzuschreiten und anderes beiseite zu lassen, zugunsten der wichtigsten Dinge. Ich sehe, wie du das tust. Ich möchte einfach, dass du es noch mehr tust. Musik ist wichtig. Nebst dem Gebet und eine gewisse Zeit mit deinem Mann zu verbringen, sollte dies das Wichtigste sein, was deinen Tag ausfüllt. Und ich meine, ausfüllen. Dann hörte er auf zu sprechen und nahm mich in seine Arme und wir wiegten hin und her. Du kannst die immens tiefen Wunden, die du dir während seiner Krankheit zugezogen hast, nicht sehen. Und sie haben physisch, geistig und mental ihren Tribut gefordert. Aber ich drehe den Spieß jetzt um und heile dich. Und darf ich sagen, du wirst besser als neu sein, wenn ich fertig bin. Manche Dinge können nicht mit Worten ausgedrückt werden, sondern nur mit Umarmungen. Ich liebe dich genauso wie du bist, voller Fehler. Ich vergebe dir, aber ich bitte dich, mehr Herz zu haben, wenn es darum geht, etwas für die Armen zu opfern. Komme mit weniger aus, aber sorge für das Lebensnotwendige. Du wünschst dir so sehr, zu jenem Zustand zurückzukehren, in welchem du in Analomink warst, als du so unglaublich arm und glücklich warst mit mir allein. Ja, ich verstehe das. Ich möchte, dass du das jetzt wieder hast, aber verstehe, dass du nicht dorthin zurückgehen kannst.
Du musst voranschreiten und die Lektionen der Vergangenheit anwenden. Und ich werde dir die Freude gewähren, die du fühltest beim Umarmen der heiligen Armut, frei von all den Vorlieben und Abneigungen, zu wollen und nicht zu wollen. Doch dies wird ein Prozess sein, kleine Schritte auf einmal. Beginne nicht mit dem Projekt, dein Haus auszuräumen. Das wäre so ablenkend. Sortiere stattdessen Dinge aus, wenn du sie siehst, und bleibe vor allem fokussiert auf das Singen und die Musik. In den Bereichen, wo du dir Sorgen machst, werde ich dich vor ungerechten Umständen schützen. Das feindliche Lager hat bereits viele Verluste erlitten, und darf ich sagen, dass da eine gewisse Verschwiegenheit eingesetzt hat, ob all der vielen Angriffe gegen dich? Da gibt es, wie ihr wisst, Konsequenzen dafür, wenn ihr meine Diener angreift. Betet für sie. Viele liegen tot und andere verwundet herum. Mein Herzenswunsch ist es, dass sie ihr Leben in der Dunkelheit aufgeben und ans Licht kommen, um wiederhergestellt zu werden in der Fülle, die ich für sie bei der Zeugung beabsichtigt hatte. Ein schönes und gutes Leben, wie sie es sich niemals vorstellen könnten. Denkt also daran, mit großer Lieblichkeit für sie zu beten. Claire, ich bin zufrieden mit dir. Ich verstehe den Druck, unter welchem du gestanden bist. Ich bin hier, um dich zu trösten. Meine Liebe, da dein Herz für mich ist. Auch Paulus litt an denselben Leiden des Herzens und der Gedanken, und er hatte auch seine eigene Art, Trost zu suchen in jenen schwierigen Zeiten. Da gibt es nicht einen, der nicht nach einem kühlen Glas Wasser greift, auf seiner Reise durch diese sehr harte und erschöpfende Welt. Ihr seid alles nur Menschen. Und ihr, meine lieben Herzbewohner, versteht, sie ist kein geistiger Riese, sie ist nur ein kleines Mädchen, welches seine Hand fest in meine gelegt hat. Sie wird bestürmt, genau wie ihr alle. Sie greift nach der Schokolade, genau wie ihr auch. Und ihr seid alle ähnlich ausgestattet mit Versuchungen, so dass ihr von meinem Blickwinkel und vom Blickwinkel der großen Wolke alle zur Familie gehört, zu meiner Familie. Kinder, die zur Reife heranwachsen und der Wildnis dieser Welt gegenübertreten. Wenn ich Wildnis sage, meine ich nicht die schönen Orte, die wild sind. Ich meine diese Welt, ihre Kulturen, ihre Behausungen der Dämonen, mit oder ohne Körper, wie die Dämonen-Aliens. Sie gehören nicht zur Familie. Ich könnte nicht einmal sagen, dass sie Hunde sind, denn ich liebe und schätze Hunde. Und das wäre eine Beleidigung. Sie sind eher wie giftige Schlangen, die immer nach einem Ort suchen, wo sie Unfrieden, Hass, Urteilen und alles Destruktive einfließen lassen können. Ja, dieses Schlangengewimmel zu durchschreiten ist nicht einfach, und nur die Tugend kann euch schützen. Und das ist der Weg, den all meine Kinder beschreiten müssen. Sie müssen die Kunst der Tugend sowie Charakter und Integrität erlernen. Es ist manchmal schwierig, denn Prüfungen müssen kommen, um euch zu vervollkommnen. Und aus diesem Grund lasse ich sie zu. Aber gleichzeitig empfangt ihr laufend Instruktionen, Gebete und Ermutigungen von jenen um euch herum. Von jenen, die sichtbar sind und von jenen, die nicht sichtbar sind. Aber sie sind genauso real, wie ich es für euch bin. Sagt mir, wie gerecht wäre es, wenn ich zulassen würde, dass ihr inmitten von Schlangen leben müsst, die euch giftige Ratschläge erteilen, und gleichzeitig nicht zulassen würde, dass euch Engel und Heilige instruieren und durch jenes Durcheinander hindurchführen.
Seht ihr? Ich betone diese Frage bewusst. Seht ihr? Zu eurem eigenen Besten habe ich euch nicht nur die Leben jener geschenkt, die sich selbst besiegt haben, und es niederschreiben lassen, damit ihr es studieren könnt. Ich habe sie auch damit beauftragt, euch beim Überwinden dieser Prüfungen zu helfen. Und dies ist wirklich die große Zeugenwolke. Außerdem bin ich immer mit euch. Wie ich jene Trennung hasse, die ihr auf dieser Erde ertragen müsst, wie ich mich sehne, dass eure geistigen Augen geöffnet werden, damit ihr die Freunde, die an eurer Seite gehen und für euch beten, sehen könnt. Der Teufel hat sicherlich seine Berater, seine vertrauten Geister, die versuchen, euer Gewissen zu vergiften. Wäre es gerecht, wenn ich den Teufeln erlauben würde, die Engel und Heiligen in eurem Leben zu übertreffen? Natürlich nicht. Und denkt daran, die Teufel haben für alles Gute und Koschere, das ich errichtet habe, Fälschungen und Nachahmungen. Er hat nichts Ursprüngliches in sich selbst. Alles, was er tun kann, ist das Gute zu kopieren und zu verdrehen, was ich meiner Schöpfung gegeben habe. Ich führe euch aus der Box heraus, meine Leute. Ich rufe euch zu den Wahrheiten zurück, die euch von Satan gestohlen wurden, durch gutmeinende Menschen, die kein umfassendes Verständnis haben. In Wahrheit schadet sich der Leib selbst viel mehr, als der Feind es jemals tun könnte. Aber dies geschieht, weil der Feind durch jene arbeitet, die sehr gute Absichten haben, aber ein sehr begrenztes Verständnis. Denkt jetzt über diese Wahrheiten nach, die ich euch übermittle. Sie sind Teil des Weges, den ihr beschreiten müsst, hin zur Heiligkeit. Ihr könnt bleiben, wo ihr bleiben wollt. Ich werde trotzdem mit euch arbeiten. Aber für jene von euch, die mehr wollen und die Fülle von dem wollen, was ich bereitgestellt habe, ist dies eine schwierige Reise und es erfordert viel Urteilsvermögen und Mut. Ich segne euch jetzt, damit ihr voranschreiten und Früchte hervorbringen könnt, mit immer mehr Einsicht, Erkenntnis und geistigem Sehvermögen. Ich bin mit euch, denn ich liebe euch